Aber jetzt werden wir sehen, was passiert. Und er rennt weg. Habt ihr euch schon immer mal gefragt, was passieren würde, wenn man einen Huggy-Wuggy mit Mentos und Orbis macht und dann Cola reinschüttet, Fanta und sonst was? Das werden wir uns heute ansehen. Das Experiment wird spannend. Deswegen lasst ein Like da. Viel Spaß. Kuss. Und wir gehen rein. Aha, aha. Er hat hier einen Huggy-Wuggy gegraben. Finde ich cool. Mit so ein bisschen Zunge und so. Er hat sich das hier so ein bisschen zurechtgemalt. Das gefällt mir ganz gut. Und als erstes muss er jetzt hier so ein Loch graben. Und danach wird er da wahrscheinlich richtig viele Sachen reinfüllen. Und ziemlich cool. Ja, da ist er auch schon durch. Und was geht da jetzt rein? Was ist das denn? Okay, das verstehe ich nicht so ganz, Leute. Sieht so ein bisschen aus wie Schlamm oder so, Ton oder sowas, ne? Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das ist. Aber der gießt das jetzt hier so ein bisschen aus. Wahrscheinlich damit die Form einigermaßen erhalten bleibt. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, mal gucken. Sieht sehr, sehr, sehr spannend aus. Jetzt hat er hier noch so ein paar... Okay. Ah, damit er die Augen und so machen... Alter, das ist ein Bleacher-Typ. Hauptsache weiße Schuhe. Die sind danach auf jeden Fall im Eimer, Bray. Aber kein Problem. Erfüllt er jetzt diese Orbis ein, ne? Ey, wie cool ist das? Was ist das eigentlich? Das sieht so cool aus, Mann. Voll geil, Leute. Gefällt mir gut. Gefällt mir richtig gut. Der weiß genau, wie viele er braucht von allem, ne? Oh, nice. Ja, das macht er auf jeden Fall ziemlich gut. Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, das wird heute ein ziemlich nice Experiment. Ich habe schon richtig Bock. Also wenn ich das jetzt hier schon so sehe, wie viel Aufwand der da reinsteckt, das wird, ja, das kann ja einfach nur gut werden. Schade, dass er keine gelben Orbis hatte, weil die Hände sind ja eigentlich gelb, aber das sind Kleinigkeiten, Leute. Orange lassen wir auch einfach gelten. Cool. Sind das die Dinger, die in diese Bubble Teas reinkommen? Sieht so ein bisschen aus, ne? Krass. Okay. Ah, da sind doch gelbe Orbis. Warum, okay, warum macht er die nicht an der Hand? Wird jetzt hier auf jeden Fall schon mal so schwarz gemacht. Das verstehe ich noch nicht, aber okay. Jetzt kommen die gelben. Check noch nicht, warum er das macht. Also, warum er da nicht dann einfach orange gemacht hat. Dann ist es okay. Jetzt hat er hier... Ach, da kommen die Augen rein. Nice! Oh, cool, Mann! Das ist nicht schlecht. Was macht er mit den roten? Ja, da muss der an den Mund gehen eigentlich. Ja. Ah, macht die Zunge damit. Geil, ey. Okay, das ist geil. Sieht schon cool aus, Leute. Er hat sogar noch Zähne gemacht und so. Das, also, Respekt. Und da sind die ganzen Sachen zum Experimentieren. Er hat jetzt hier halt noch so ein paar Orbis halt stehen, so ein paar Eimer. Die sind wahrscheinlich immer für den Feinstift. Und hier hat er eine ganze Menge Getränke. Muss ja sagen, so mit Getränken da, ne? Solche Experimente, also ich sag mal, woanders haben Leute nichts zu trinken und so, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber Leute, man muss auch mal einfach Butter bei die Fische lassen. Für solche Experimente ist das schon okay. Also da kann man das auch mal verkraften, ne? Wenn man das wirklich so macht. Ja, was soll man sagen? Einige Leute fahren immer zu schnell Auto, die verbrauchen auch irgendwelche Sachen, Energie oder weiß was ich was. Na, und warum soll der nicht mal so ein cooles Experiment mit Colaflaschen machen? Crazy. Er füllt das hier jetzt halt komplett ein, ne? Aber passiert da schon irgendwas? Wahrscheinlich später, wenn er die Mentos oder so hinzufügt, kann ich mir gut vorstellen. Warum ist die Sprite da so grün? Pepsi ist blau? Seit wann? Seit wann ist die denn blau? Hä? Leute, habe ich was verpasst? Komisch. Vielleicht sind da einfach nur Farbstoffe drin. Dann wäre das wieder was anderes. Er hätte auf jeden Fall noch einen ordentlichen Batzen Fanta. Der sieht normal aus, aber warum war die Pepsi blau? Okay. Warum auch diese Dosen so? Also, hat das irgendwas mit Chemie zu tun? Warum er genau diese Getränke nimmt? Oder ist es einfach random? Das ist richtige Sprite. Die ist durchsichtig. Die kenne ich auch so, Leute. Orange Fanta. Blaue Miranda. Rote Miranda. Noch nie gesehen. Warum gibt's das da? Warum gibt's das bei uns nicht? Voll cool. Ich glaube aber wirklich, Leute, wenn ich das immer so sehe, ne? Das kann ja nicht gesund sein. Schwierig. Nee. Das Ding ist jetzt, glaube ich, bald voll, ne? Boah, der füllt da noch richtig viel rein. Alter Schwede. Okay. Das sind ja locker noch gute 20 Liter, würde ich mal tippen.
Weil die, ja, diese großen Behälter, das sind glaube ich 5 Liter Behälter, wenn ich jetzt recht überlege. Also ungefähr 20 Liter, vielleicht so 15 auch, ne? Das kommt drauf an. Wobei doch, das müssten 20 Liter sein. Sogar ein bisschen mehr noch. Der füllt das hier halt alles ein, aber was passiert später? Ich finde das irgendwie voll cool, ne? Ob das... Ah, guck mal. Da oben, jetzt an dem über den Orbis, da ist das alles so dran. Das muss irgendwie so Ton gewesen sein. Der kann das dann praktisch später wahrscheinlich wieder besser entfernen, sodass das nicht im Sand bleibt. Also er denkt da schon ein bisschen drüber nach. Jetzt kippt er noch Orbis drüber. Okay, aber warum? Geil aus. Oder sieht's... Ey, ich will auch so eine Experimente machen. Ich finde das voll cool. Und auch so viele verschiedene Getränke, ne? Er macht hier richtig den Hustler, Leute. Alle Dosen auf. Let's go. Blaue Fanta, beste Leben, Leute. Mag ich übelst gerne. Die blaue Fanta ist wirklich krass. Falls ihr noch nicht getrunken habt, die gibt es meistens so im Ausland. Also ich glaube, seit neuestem auch ein paar Läden immer so in der amerikanischen Softdrink-Abteilung. Das ist so Blueberry Fanta, ne? Schmeckt richtig lecker. Also so eine gekühlte Dose für zwischendurch kann man sich schon mal genehmigen, finde ich. Aber ja, mal sehen, was da gleich... Ich glaube nicht, dass es dabei bleibt, Leute. Da wird gleich was Spannendes passieren, ich bin mir sehr sicher. Irgendwas explodiert da gleich oder so, oder? Also wird da hochkommen. Weil sonst hätte der das nicht so professionell mit diesem... Ja, mit diesem Mittel da halt eingestrichen und das dann überall so hochgezogen. Da muss was passieren. Jetzt kippt er hier die blaue Pepsi rein, von der er jetzt 5 Liter da hat. Und ich frage mich immer noch, wo kommt die her, Bro? Die ist auf jeden Fall nicht deutsch. So viel ist sicher. Und vor allem haben die doch immer so einen fetten Kanister, ne? Auch mit Wasser und so. Finde ich viel geiler. So, der hat das auf jeden Fall gut kalkuliert, Leute. Gut ausgerechnet. Der weiß genau, wie viel da reinpasst. Ich glaube auch nicht, dass was überläuft jetzt. Was wird das für eine Kombination? Oh, man sieht's schon. Mentos. Oh, ich finde, Melonen-Mentos sind so lecker. Der schmeißt die da nicht echt rein, ne? Nicht die Melonen-Mentos, Bro. Ja, er macht jetzt die Mentos in den Becher. Oha, das wird gleich explodieren, Leute. Das wird gleich eine ganz wilde Nummer. Sogar das Papier macht er damit rein, okay. Verstehe ich nicht, warum er das jetzt so gemacht hat. Mach doch einfach gleich clean, Bruder. Warum muss da jetzt Papier drin sein? Und dann reißt er auch noch die Melonenseite. Leute, wenn... Mann, ich habe schon mal Mentos angeschrieben, dass ich Melonen-Mentos haben will, ne? Ich hab die wirklich angeschrieben und habe gesagt so, wie sieht's aus? Ja, werden wir nicht machen. Das war deren Antwort darauf. Fand ich ein bisschen schade. Ehrlich. So. Das ist jetzt... Ich weiß nicht, ob das Zucker ist. Kann sein, muss aber nicht. Kann irgendwas Chemisches sein. Ja, das ist definitiv chemisch, Leute. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was da gleich passiert. Er rührt das gerade auf jeden Fall um. Die Mentos verlieren ihre Farbe so ein bisschen. Das ist eine Lösung, ne? Irgendwie, vielleicht, glaub nicht, dass es ätzt, sonst hätte er sich Handschuhe angezogen. Aber jetzt werden wir sehen, was passiert. Und er rennt weg! Ach du Heiliger! Oha, Leute, wie schnell der durchgezogen ist. Und guck mal, wie heiß das ist. Der ist so schnell abgezündet. Uff. Was zur Hölle ist das? Ach du. Oha. Richtig rausgefetzt, der Aal. Ey, wie viel kommt der jetzt raus, ne? Was ist das eigentlich? Was ist das für ein Zeug? Ich glaube, das wird nachher noch so richtig hart, ne? Aber man kann sehen, wie, also aus dieser Menge, wie viel da eigentlich rauskommt, ne? Von so ein paar Mentos. Uff, da kommt immer mehr. Das hört gar nicht auf! Wo geht's danach hin damit? Sieht aus wie so eine klebrige Glibbermasse. Heftig. Okay, nice. Also, das gefällt mir, das Experiment. Finde ich irgendwie gut. Nice, nice. Doch, das war geil. Das hat sich gelohnt, Leute.
bin ich ehrlich. Und damit war's das mit einem Experiment zu Pommy Playtime bzw. Huggy Wuggy. Richtig cool fand ich das und ja, falls euch das auch gefallen hat, lasst ein Like da. Gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr so eine Videos in Zukunft noch nicht. Dickes Küsschen geht raus. Dano. Out!